So, jetzt habe ich das hier ein bisschen zusammengelegt. Also ich möchte mal beginnen, zunächst mal mit einem Dank an die Fraktionen Linke und BVB Freie Wähler, dass sie heute allen Wählern so eindrücklich vor Augen geführt haben, dass es tatsächlich eine eingebettete Opposition in diesem Landtag gibt und nur eine reale existierende Opposition. Das ist die AfD. Und Herr Stefke, wir wollen auch mal klarstellen, Sie mit Ihrem Widerspruch gegen das, was Alexander Gauland gesagt hat, Sie sprechen für eine schrankenlose Migration, und das möchten bitte alle Wähler im Land Brandenburg zur Kenntnis nehmen. Und dann noch ein Wort zu Herrn Lakenmacher. Herr Lakenmacher, wenn es tatsächlich mehr als eine Phrase ist, dass Sie die Flüchtlingsbewegung in Europa bewegen, dass Sie darunter leiden, dann setzen Sie sich in Ihrer Fraktion dafür ein, dass Deutschland keine Panzer in die Ukraine liefert. Ansonsten ist es pure Heuchelei. Wir haben 2022 und 2023 43.000 Migranten in Brandenburg aufgenommen. Fürs kommende Jahr sind 26.000 vorhergesagt. Nach Berechnungen der hessischen Kommunalverbände kostet ein Migrant 42.000 Euro im Jahr. Das sind fürs Jahr 2022 1,8 Milliarden und fürs kommende Jahr weitere 1,1 Milliarden. Wir reden von 2,9 Milliarden Kosten für die Unterbringung von Migranten allein hier in Brandenburg. Und das sind immense Kosten in einem Land, das ja unter Inflation leidet, unter zunehmender Energieknappheit leidet. Und deswegen lehnen Spree-Neiße, übrigens auch Cottbus, die Aufnahme weiterer Migranten ab. Und der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes sagt, die Situation ist zunehmend unbeherrschbar und lehnt weitere Aufnahmen ab. Und er hat ja recht, und zwar nicht nur aus Kostengründen. Ich habe es hier schon mal zitiert. Der britische Migrationsforscher Paul Collier, der berühmte britische Migrationsforscher Paul Collier, sagt, das Wunder des Nationalstaates ist es, dass er eine gemeinsame Identität schafft, die Solidarität ermöglicht. Zu viel Einwanderung zerstört dieses Arrangement. Wem es um den Sozialstaat zu tun ist, der muss die Zuwanderung begrenzen, ansonsten macht er den Sozialstaat kaputt. Und das sagt ja auch der Präsident des Deutschen Landkreistages, der nämlich fürchtet, durch die zunehmende Zuwanderung, dass der gesellschaftliche Zusammenhang in Deutschland verloren geht. Die schrankenlose Migration, die Sie befördern, die schrankenlose Migration ist das größte und folgenreichste Problem unserer Zeit für Europa, für Deutschland und für Brandenburg. Und da ist absolut abartig, dass Sie sich über einen Antrag aufregen und echauffieren, der nichts weiter will, als endlich mal ein klares Lagebild zu schaffen. Wir brauchen Klarheit über die Zahlen der Einwanderung, über die Kosten der Einwanderung. Wie lange wollen Sie denn noch die Augen verschließen? Wem fühlen Sie sich verpflichtet, meine Damen und Herren? Wofür, glauben Sie, sind wir hier im Landtag? Wir jedenfalls fühlen uns... Wir fühlen uns dem Souverän dieses Landes verpflichtet, wie es Artikel 2 der brandenburgischen Verfassung sagt, dem Volk in Brandenburg. Und deswegen fordern wir die Regierung auf, klare Zahlen zur Migration vorzulegen. Und ich kann Ihnen versprechen, wir werden in dieser Frage auch in Zukunft keine Ruhe geben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.